Heute samplen wir dieses alte Klavier. Das heißt, wir nehmen als allererstes jeden einzelnen Ton auf. Dann mappen wir das auf unser digitales Piano und bauen am Ende noch ein Beat. Was wir hier aufgebaut haben, sind einmal zwei Mikrofone. Vermutlich mit so einer Kugelcharakteristik, das andere so ein bisschen gerichteter. Und ist das nicht ein Großmembran-Mikrofon? Egal. Bestehend aus einem Großmembran-Mikrofon. Und einem Kondensatormikrofon, die beide hier mit zwei schönen XLR-Kabeln in das Focusrite Audio-Interface reingehen. Dann ist das Ganze eben via USB hier an dem Laptop verbunden. Und wenn ich jetzt hier einen Ton spiele, dann wirst du hier gleich einen tollen Ausschlag sehen. Hoffentlich. Wunderbar. Und natürlich das Herzstück des Ganzen. Ein wunderschönes Klavier der Marke, weiß ich nicht. Ich glaube, zum Setup ist es das erstmal. Dann würde ich sagen, let's go. Jahre später. Hier gerade, das war ziemlich sicher der hier, da funktioniert der Anschlag nicht so wirklich gut. Also was ich mache, ist die Seite einmal durchdrücken, dass hinten der Dämpfer von der Seite runter ist und schlag sie so an. Tschüss. Es ist vollbracht. Ja? Ja. Super. Ich glaube, wir haben jetzt aus fast jedem Ton außer dem hier was Vernünftiges rausholen können. Was wir jetzt machen, ist, dass wir die ganzen Töne in eine Software namens Melodyne reinladen. Die einen oder anderen kennen bestimmt Autotune. Das ist eigentlich genau das Gleiche. Das heißt, eine Software analysiert sozusagen die Tonhöhen und wenn sie schief sind, dann können wir sie ein bisschen anpassen. Was wir jetzt machen, ist, dass wir alle Töne, die Jonas gespielt hat, slicen. Und dann kann man einfach per Drag and Drop das hier quasi reinziehen, da wo es hingehört. Eine Stunde später. Jonas, Stunde der Wahrheit? Wir haben es tatsächlich geschafft, alles sehr zu mappen. Gut. Sie hören nun Jonas Würdinger am gesampelten Klavier. So, ich nehme mir jetzt noch entspannte 15 Minuten Zeit, um aus dem Sample, was mir Jonas eingespielt hat, ein Beat zu bauen. Für einen Loop habe ich mich schon entschieden. Jetzt holen wir uns ein 808 rein. Das Klavier klingt auch irgendwie immer noch zu professionell. Ich will, dass es dreckiger und sampliger klingt, deswegen wende ich da jetzt mal so einen Plattenspieleffekt drauf an. Vielleicht klingt das besser eine Oktave höher. Pad wäre schön. Wir brauchen eine virtuelle Instrumentenspur, gönnen uns von Labs das Kassettenpad. Ja, wobei, wenn das Klavier schon so dreckig ist, sollte das Pad, denke ich, ein bisschen sauberer sein. Eigentlich wäre so ein Lead-Instrument noch schön. Ich hätte hier gerne den ME80. Ganz kurz arrangieren, das machen wir dahin, das machen wir dahin, das machen wir dahin und hier packen wir uns noch ganz schnell 16. Triolen rein. Ah, Leute, 15 Minuten, ach, mehr geht da glaube ich nicht. Dann haben wir folgenden Beat. Ja, vorbemerkt, Freestyle. Let's go. Okay. Ich flow durch die Bars, komm in die Charts, geb dem Video einen Daumen hoch, sonst hat sich das kaum gelohnt. Ah. Und am 1.8. kommt mein Konzertfilm raus, kommt vorbei, nein, bleibt zu Hause, denn es ist online. Schaut es euch an, schaut es euch an, schaut es euch an. Irgendwann, nicht irgendwann, sondern am 1.8. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.